Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Mass Effect. Jawoll, und wir sind hier immer noch unterwegs. Und ja, wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Gehen hier rein. Da könnte ich mal gerade gucken. Was wollte ich denn? Nein, doch, die Karte war schon richtig. Falsche Taste. Kann ich mit Schorban, muss ich sprechen? Ja. Das ist schon richtig. Ist das das Einzige, was ich hier machen könnte? Na gut, aber erstmal sprechen wir mit Officer Lang. Das ist der Bruder von Officer Kurz. Hey, ich kenne Sie. Sie sind Shepard, nicht wahr? Ich war während des Angriffs auf Minduir. Ich sah sie auf den Videos, als sie die Medaille bekam. Sie haben die ganze Kolonie gerettet. Offenbar haben Sie einen Fan. Tut mir leid. Ich hätte nur nie gedacht, dass ich Sie mal persönlich treffe. Ich heiße Lang, Officer Eddie Lang von der Zitadell-Sicherheit. Es ist eine Ehre, Sie kennenzulernen, Commander. Was machen Sie hier unten in den Bezirken? Kann ich Ihnen helfen? Zitadell-Sicherheit. Warum sind Sie bei der Zitadell-Sicherheit? Ich weiß nicht, es schien das Richtige zu sein, wissen Sie? Vielleicht liegt es mir im Blut. Mein Großvater war Polizist auf der Erde. Die Zitadell-Sicherheit ist so ähnlich, nicht wahr? Die Polizei auf der Zitadell. Ich bin noch recht neu, aber bisher gefällt's mir. Ist viel interessanter, als auf der Erde zu bleiben. Man trifft alle möglichen coolen Aliens, wie diese Hanar, wild. Und die Zitadell-Sicherheit wird hier sehr respektiert. Wir halten das Gesetz aufrecht. Das wissen sogar Aliens zu schätzen. Oh, und die Zitadell. Wie gefällt es Ihnen, hier auf der Zitadell zu arbeiten? Hier ist es unglaublich. Ich bin seit über einem Jahr hier und habe gerade mal ein Zehntel gesehen. Das Präsidium ist so schön, man kann sich dort toll entspannen. Aber hier unten in den Bezirken gefällt es mir besser. Irgendetwas passiert hier immer. Wie dieser neue Club, der vor einigen Monaten aufgemacht hat. Da ist vielleicht was los, Commander. Das sollten Sie sich mal ansehen, wenn Sie Zeit haben. Gerne, gerne. Und die Spectres? Was wissen Sie über die Spectres? Nur das, was sie in den Videos zeigen. Sie stellen sie immer als Superagenten dar, die bei geheimen Missionen die Galaxis retten. Aber ich weiß, dass die Wirklichkeit anders aussieht. Einige der anderen Jungs von der Zitadell-Sicherheit mögen sie nicht besonders. Sie finden, sie dürfen nicht so oft hart an der Grenze des Gesetzes operieren. Aber der Rat würde sie nicht einsetzen, wenn sie nicht gut wären, oder? Das ist wahr. Harkin. Kennen Sie einen Officer der Zitadell-Sicherheit namens Harkin? Ich sollte lieber den Mund halten. Er ist schon viel länger dabei als ich. Aber ich habe Sachen gehört, wissen Sie? Er trinkt im Dienst, lässt sich bestechen, solche Sachen eben. Das sind größtenteils Gerüchte. Aber sie haben ihn suspendiert, also muss was dran sein. Achso, da ist nichts mehr. Auf Wiedersehen. Ich muss gehen. Genau, Sie sind wahrscheinlich sehr beschäftigt. Man sieht sich, Commander. So. Ach ja, was? Oh. Hätte ich fast übersehen, Leute. Hätte ich fast übersehen. So, was haben wir denn hier? Können wir eigentlich ja nur einem relativ dünnen Pfad folgen? Da müssen wir gleich hin. Da geht's zum Präsidium. Da will ich nicht hin. Hier ist nichts, oder? Leute, hier fahren wir. Das ist das Stockwerk, wo gleich da die Klinik ist, klar. Das ist hier mit der Klinik, hier waren wir doch schon. Genau. Und wir müssen irgendwie in die Richtung wohl, um mit Schaubern zu reden. Irgendwo hier sollten wir dann gleich am besten runter. Denke ich mal, die große Treppe wäre vielleicht sogar ganz gut. Da sind wir gerade hochgekommen. Das heißt, das ist noch weiter hier hinter. Das ist gut zu wissen zumindest. Also da bei der Klinik ist sie links, ne? Ja. Kann ich hier auch runter? Habe ich den schon gescannt? Ich kann hier nicht runter. Dr. Michelle Chloe. Ich brauche diese Vorräte für meine Klinik. Es geht nicht. Sie können und sie werden es tun.
oder Ihre Geschichte bleibt nicht mehr lange geheim. Enttäuschen Sie mich nicht, Doktor. Oh, Commander Shepard, ich sah Sie nicht reinkommen. Brauchen Sie Hilfe? Jedes Mal, wenn ich herkomme, werden Sie bedroht. Wer war das? Jemand aus meiner Vergangenheit. Ich kann das allein regeln. Schon in Ordnung? Ich kann Ihnen vielleicht helfen. Mein früherer Arbeitgeber hat mich gefeuert, weil ich Kliniken wie dieser die Medizin umsonst gab. Sie haben mich nie angeklagt. Sie wollten nur, dass ich ohne Aufhebens gehe. Aber jemand muss es herausgefunden haben, denn jetzt werde ich erpresst. Ich muss ihnen geben, was sie haben wollen. Wenn meine Vergangenheit bekannt wird, verliere ich meine Lizenz. Dann schließen sie meine Klinik. Ich kann ihnen helfen. Vielleicht kann ich ihnen helfen. Sagen sie mir, was die wollen. Ich muss einem Händler auf dem Markt medizinische Vorräte geben, und zwar heute. Ich werde ihnen helfen. Geben Sie mir den Namen des Kontaktmanns. Ich kümmere mich um ihn, wer es auch sein mag. Um ihn kümmern? Kommt meine Vergangenheit dann nicht ans Licht? Vertrauen Sie mir. Ich werde dafür sorgen, dass Sie es niemandem erzählen. Ich soll mit einem Händler namens Morlan unten am Markt sprechen. Ich weiß das wirklich zu schätzen, Commander. Vielen Dank. Ich brauche Vorräte? Zeigen Sie mir, was Sie zu verkaufen haben. Natürlich. Was hat die denn so? Ach, da waren wir doch schon mal. Wir haben ja nicht so viel... Commander Shepard, haben Sie den Erpresser gefunden? Konnten Sie mit Morlan auf dem Markt reden? Das werde ich. Keine Sorge, ich arbeite daran. Natürlich. Ich wollte Sie nicht hetzen. Brauchen Sie sonst noch etwas? So. Ich gehe dann jetzt. Leben Sie wohl, Commander. War nett, Sie kennenzulernen. Irgendwie ist es hier aber auch falsch. Ich gehe noch mal da hinten lieber runter. Da muss man hier hoch. War ich hier oben schon mal? War ich hier schon mal? Ich war gerade irgendwie so neu vor. Als wäre ich noch nicht gewesen, aber ich war hier schon. Oh yeah, oh yeah. Sie sollten vorsichtiger sein, wem Sie das erzählen. Was? Jeder weiß, dass Fist mit den Kriminellen unter einer Decke steckt. Vielleicht. Aber ich würde das nicht so laut sagen. Es sei denn, du willst auf seine schwarze Liste. Ja, ich hörte, er hätte ein paar Leichen unter der Bühne von Koras Nest begraben. Das wäre ihm zuzutrauen. Ja, das würde auch den Gestank erklären. Okay. Hey, die Tanzfläche. Mir sind die Hände gebunden, Rita. Ich würde sie sofort zurücknehmen, aber sie will nicht. Matt. Ich weiß, ich weiß. Ich werde versuchen, ihr ein wenig Vernunft beizubringen. Seien Sie vorsichtig. Sie wissen, wie dickköpfig Ihre Schwester sein kann. Je mehr Sie drängen, desto weiter läuft sie weg. Ja, da haben Sie wahrscheinlich recht. Danke, Doran. Dorans Klinge? Ich bin gerade sehr beschäftigt. Was kann ich für Sie tun? Probleme? Was haben Sie mit dem Volus besprochen? Mit Doran? Ich habe ihn nur etwas wegen meiner Schwester gefragt. Sie hat für Doran gearbeitet, bevor sie... Ich wollte sie nicht mit meinen Problemen langweilen. Schon in Ordnung. Sprechen Sie weiter. Ich möchte hören, was Sie zu sagen haben. Gut, okay. Meine Schwester hat hier gekündigt, um in Koras Nest zu arbeiten. Das Problem ist, dass sie als Informantin für die Zitadell-Sicherheit arbeitet. Sie wissen schon, die Leute dort ein bisschen aushorchen. Wenn sie herausfinden, was sie da tut, werden sie sie töten. Nicht gut. Als Informant lebt man gefährlich. Das habe ich ihr auch gesagt. Ich weiß nicht. Manchmal glaube ich, sie bleibt nur da, um mich zu ärgern. Haben Sie die Zitadell-Sicherheit schon informiert? Kennen Sie Ihren Kontaktmann bei der Zitadell-Sicherheit? Nein, das ist alles streng geheim. Das letzte Mal sagte man mir, ich soll mich raushalten, um Jenna nicht zu gefährden. Ich werde mit ihr reden. Vielleicht kann ich ihr klar machen, wie gefährlich Koras Nest ist. Würden Sie das? Das wäre toll. Aber sagen Sie ihr nicht, dass ich sie schicke. Ich sollte wieder an die Arbeit gehen, sonst kriege ich noch Ärger. Danke. Ja. Kann ich hier oben mit dem Gast kann ich reden? Ich warte auf jemand anderes. Okay. Was niedrig Einsatz Quasar? Kommen Sie so nah wie möglich an 20 heran, um darüber wegzuschießen. Ach so.
Das ist ein Glücksspiel. Jetzt verstehe ich das. Verdächtiges Spielterminal. Jemand lässt die Maschine die Credits umleiten. Ich mache mal einen Check. Ja. In diesem Club sieht man so gut wie nie einen Keeper. Ich schätze, Ihnen ist egal, was hier passiert. Das oder die Musik hält Sie ab. Oh. War es auch hier, ne? Ich dachte, hier wäre jetzt mehr Türsprecher. Hey, schön, hier noch einen Menschen zu sehen. Oh, da war jemand. Doran, Dorans Klinge. Willkommen im Flux. Ich bin Doran. Was kann ich für Sie tun? Flux. Ist das ein Casino? Ja, unter anderem. Wir haben oben einige Quasartische, falls Sie interessiert sind. Rita und Jenna. Was können Sie mir über die Schwestern sagen, die für Sie arbeiten? Nun, Jenna ist weg und arbeitet jetzt in Koras Nest. Jetzt macht sich ihre Schwester Rita Sorgen, dass sie in Gefahr sein könnte. Aber Jenna wird kaum ihre Meinung ändern. Sie ist ziemlich dickköpfig. Wenn sie zurückkommen will, ist sie herzlich willkommen. Die Kunden liebten sie. Gehört Ihnen dieser Laden? Sind Sie der Besitzer? Besitzer, Koch und Barkeeper. Ab und zu tanze ich auch, wenn's mich überkommt. Wir haben oben einige Quasartische, falls Sie interessiert sind. Nein, danke. Auf Wiedersehen. Viel Spaß hier im Flux. Koch, ja gut, für Tacos vielleicht. Oder was man da auch immer hier kocht. Ja, hier waren wir tatsächlich noch nicht, aber ist jetzt auch nicht so der Knüller hier, ne? Da gibt's Besseres. Kompensator. Uiuiui. Expert ist ja nur ein Shop. Morlan sprechen und mit Schorban sprechen. Was ist hier? Tatsache. Boah. Hast du das gerade gehört eigentlich? Hallo! Willkommen in Morlands berühmtem Geschäft. Brauchen Sie viele gute Vorräte? Ich bin wegen Dr. Michel hier. Sie erwarten eine Lieferung medizinischer Vorräte. Aber mir wurde gesagt, dass der Doktor sie herbringt. Kleine Planänderung. Eine Änderung? Aber der Doktor... Das ist nicht richtig, Mensch. Halten Sie den Mund. Ich hab Baines gesagt, dass Sie's vermasseln. Was zum Teufel ist hier los? Wer sind Sie? Keine Sorge, ein Freund von Dr. Michel. Lassen Sie den Doktor in Ruhe. Wir können das beenden, wenn Sie mir diese Vorräte bringen. Sonst erzähle ich den Leuten das kleine Geheimnis des Doktors. Ach, schade. Finden wir eine Lösung. Vielleicht finden wir einen Weg, der beide Seiten zufriedenstellt. Nur wenn sie bereit sind, zufrieden zu sterben. Das war jetzt nicht sehr schwer. Hier könnte ich nochmal die Waffe zurückmachen. Shit. Ach gut. Ja, mal dann. Nun, jetzt wird sich hier gewiss einiges ändern. Zum Besseren. Er war ein Tier. Ein richtiger Tyrann. Wer ist Baines? Was wissen Sie über Baines? Ich habe ihn nie getroffen, Mensch. Ich kannte nur den, der mit dem Doktor gesprochen hat. Hm. Auf Wiedersehen. Ja, in Ordnung. Viel Glück. Wo ist Morlan? Nicht Morlan, der ist hier Schorban. Ist jetzt weg wegen des Gesprächs, des Kampfes? Speicherer. Wieder runter. Vielleicht hat er sich dann regeneriert. Die anderen Leute sind auch wieder hier. Okay, gut. Schau mal. Commander,
Ich habe nicht erwartet, Sie noch einmal zu sehen. Was kann ich für Sie tun? Die Wahrheit. Fangen Sie am besten mit der Wahrheit an, Korban. Ich weiß gar nicht, worauf Sie anspielen. Meine Experimente sind... Wir glauben Ihnen kein Wort. Yalit hat uns erzählt, dass Sie ihn verfolgen. Sie haben mit Yalit gesprochen? Dann wissen Sie von den Daten? Noch nicht. Nein, aber Sie werden es mir gleich sagen. Alles. Ihr könnt gehen, Jungs. Anscheinend haben sich meine Pläne gerade geändert. Ich bin nicht so übel, wie Sie glauben, Commander. Yalit und ich waren nur... verschiedener Meinung. Wieso? Nur weiter. Das Unternehmen, für das wir arbeiten, hat ein experimentelles Verfahren für den Einsatz in medizinischen Scannern entwickelt. Aber Yalit und ich haben ein noch viel größeres Potenzial darin gesehen. Also haben wir die Pläne gestohlen und heimlich ein Gerät entwickelt, um die Keeper zu scannen. Können Sie sich das vorstellen? Ein Gerät, mit denen man die Keeper auslesen kann. Und? Was ist daran so Besonderes? Es ist so gut wie unmöglich, die Keeper zu scannen. Und man kann sie nicht fangen oder ihnen Proben entnehmen. Sie zerstören sich einfach selbst. Wir sind seit Jahrhunderten hier und wissen nichts über sie. Verstehen Sie wirklich nicht? Wir waren die Ersten, die sie jemals gescannt haben. Sie haben es selbst gesehen, Commander. Und sie wissen, dass wir es schaffen können. Und Yalit? Warum wollen Sie Ihren Partner töten? Ich will ihn gar nicht töten. Es war Yalits Job, unsere ersten Resultate zu veröffentlichen. Aber er entschied, die Daten für sich selbst zu behalten. Vielleicht, um sie zu verkaufen. Ich weiß nicht. Was? Also wollen Sie nur wiederhaben, was Yalit gestohlen hat. Wir verloren die Übersicht. Wir wollten diese Gelegenheit einfach nicht verpassen. Commander, wenn Sie für mich weitere Daten sammeln würden, stellen Sie sich vor, was wir alles lernen könnten. Und es wäre auch eine Gelegenheit, einen großen Profit daraus zu schlagen. Schluss jetzt. Ich werde keine Gesetze brechen, um für Sie zu forschen. Geben Sie zurück, was Sie gestohlen haben, oder ich werde Sie verhaften lassen. In Ordnung. Ich habe es verstanden. Also dann, keine Scans mehr. Versprochen. Aber Yalit hat natürlich noch die Initialisierungsdaten. Ich bezweifle, dass er sie zurückgeben will. Keine Sorge. Ich kümmere mich schon um Yalit. Commander? So. Vorbildlich, oder? So, heißt unser Auftrag... Ach du Scheiße. Okay. Da ist wieder so viel, ne? Korbans Nest. Koras meine ich. Die Hänge machen nicht auf. Nicht auf dem Weg. Laufe ich am besten mal hin. Ist immer so, so riesig weitläufig hier, ne? Oh, Leute. Aber da reden wir in der nächsten Folge mit. Also bis dahin und tschüss.